Wir sind heute bei der Geschäftsstelle der Frankfurter Eintracht. Wir sprechen natürlich über das 2:2 gegen Bremen. Wir schauen, warum das Licht jetzt nicht mehr funktioniert. Und dann geht es natürlich auch darum, was das bisherige Saisonfazit ist. Wir wollen eure Noten hören. Wir sprechen aber auch darüber, was gut lief, was schlecht lief. Und klickt euch auf jeden Fall rein. 2:2 spielt die Frankfurter Eintracht gegen Bremen. Im Vergleich zum letzten Mal habe ich ein bisschen schwieriges Gefühl. Aber wer will was sagen? Wer fängt an mit der Bewertung des Spiels? Ich würde sagen, es macht mir immer unser Mr. Monolog. Ich rede viel und sage wenig. Phil Hofmeister. Als ob ich jemals wenig sagen würde. Naja, ich sag mal so, gegen Dortmund gefühlt die Eintracht 2:2 gewonnen, gegen Werder jetzt gestern gefühlt 2:2 verloren. Ich fand aber, ich habe viel Positives mit rausgenommen, jetzt mal abgesehen vom Ergebnis, darüber reden wir aber später, Stichwort Effizienz. Aber ich fand, es war ein ganz klarer Schritt nach vorn wieder im Vergleich zu Portugal, zu Guimarães. Das war jetzt nicht so schwer, tatsächlich, ja. Dass du vor allen Dingen halt Chancen kreiert hast, dass du wieder Fußball gespielt hast, dass du wieder ein Gefühl dafür hattest, wie diese Mannschaft funktionieren kann. Weil Portugal war irgendwie wieder so ein Schritt runter ins Erdgeschoss oder in den Keller und gestern war irgendwie wieder hoch auf Ebene 2. Nur das Problem ist, aus Ebene 2 wurde nichts abgeholt. Die Punkte sind liegen geblieben, zumindest die beiden. Ich habe selten einen Menschen so viel reden gehört direkt am Anfang. Einfach ich auch. Also man hat gesehen gestern, dass sie eine Idee hatten. Also die wollten die irgendwie bei Bremen Kopfball spielen. Wie sah die aus? Die wollten die mit Flanken knacken, weil Bremen Kopfball spielen. Die Flanken sind schlecht. 900 Flanken, was ist los mit euch, Alter? Ja, aber das war die Idee. Also so 90er-Jahre-Fußball, als wenn Jürgen Kohler in der Mitte stehen würde. Wir reden ja erstmal über das, was gut lief. Also ich fand, die hatten eine Idee gestern, die wollten die mit Flanken knacken, das kann man gut oder schlecht finden. Und ich fand das Mittelfeld ganz okay. Also irgendwie Rode ist ein geiler Abräumer. Mhm. Ich habe verstanden, wie Zoe spielt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Toni Kroos für Arme, also quasi Soos. Wow. sehr früh am Morgen. Den hast du ja mal lange zurechtgelegt. Der kommt gerade in meinen Kopf rein. Und da mein lieber Freund Daichi. Also 1 gegen 1 kann er, mehr kann er nicht. Aber also fürs Mittelfeld spielerisch war das auf jeden Fall besser als alles andere davor, fand ich. Wie würdet ihr die Sturmbemühungen bewerten? Ist das positiv? Kann man das als positiv betrachten? Ja und nein. Also der wunde Punkt ist halt... Hat er eben gesagt, Kroketten? Die Sturmbewertung. Ne? Also André Silva knipst halt gerade, das ist gut. Ich finde halt, der ist manchmal noch gedanklich so ein bisschen zu langsam. Der braucht zu lange, um sich zu sortieren, um Situationen zu erkennen. Mir hat Bastos gefehlt. Also ich glaube, mit Bastos hättest du dieses Spiel gestern gewonnen. Das war ein Spiel, das war prädestiniert für Bastos. Darüber, müssen wir gleich noch reden. Du willst ja wissen, was gut war. Ja. Das Mittelfeld fand ich auch gut. Das Problem ist, wenn derzeit das Mittelfeld funktioniert, passt irgendwie in der Abwehr oder im Angriff nicht so hundertprozentig und umgekehrt. Okay. Und Basti, willst du auch was sagen? Oder? Ja, Basti. Ja, wir reden ja darüber, was gut war, deswegen sage ich. Eine Frage noch. Dann schieß los. Weil ich auch gut war, Touré. Also ich nicht gedacht, dass er wirklich gut Fußball spielen kann und der kann auch flanken tatsächlich. Der schnippt sie immer so geil rein. Also das ist ein guter Spieler, der ist besser als Abraham, der muss da eigentlich jetzt fast immer spielen. Touré spielt sich echt in die Mannschaft tatsächlich. Ne? Und auch, muss man auch sagen, noch ein Team Renault. Ja, das, was aufs Tor kam, der hat er gehalten. Alles klar. Ja, und dann mit dem Elfmeter. Nein! Das ist dann eher das, was schlecht lief. Makoto hat den ersten Fehler seines Lebens gemacht gestern. Aber gut, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Passieren. Genau, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt darüber, was nicht so gut geht schnell. Ja, ich merke schon, Basti hat wenig zu sagen, dann ist das sowieso schwierig. Jetzt kommt Basti. Aber Basti, was ist das? Jetzt, was nicht so gut gelaufen ist. Alter. Ich weiß gar nicht, Marvin, scheinbar sehen wir in letzter Zeit echt andere Spiele. Ja, ich fand das sehr, sehr mühselig, dieses Spiel. Ehrlich? Ich fand es mega unterhaltsam, die ganze Zeit. Das war Spektakel-Eintracht wieder. Fand ich gestern. Also ich habe das Gefühl, ich gucke manchmal andere Spiele. Ich fand das tatsächlich in der ersten Halbzeit sehr, sehr anstrengend. Ich weiß nicht, was die Eintracht in der ersten Halbzeit macht. Die wissen das. Die haben vor dem Union-Spiel gesagt, wir müssen jetzt endlich mal die erste Halbzeit spielen. Gegen Union erste Halbzeit, gegen Guimarães erste Halbzeit, gegen Bremen erste Halbzeit. Was ist denn los in der ersten Halbzeit? Gerade eben nicht. Die erste Halbzeit war doch gut. Weißt du, wie das Torschussverhältnis war zum Zeitpunkt, als Bremen das Tor macht? Es ist doch völlig egal. 10:1. Nee, das ist egal. Ich habe nur auf der Tribüne gesessen und ich habe nur Ante Rebic die ganze Zeit im Himmel gesehen, Alter. Ich vermisse dich sehr, Ante, Alter. Ich bin froh, dass Ante... Ja, das stimmt. Also ich finde auch im Sturm merkt man, dass die Qualität nicht mehr da ist. Aber spielerisch war es die beste halbe Stunde fast, die es in der ganzen Saison gab, die erste halbe Stunde. Ja, aber das spricht nicht für die Saison. Sorry, Alter. Das ist was anderes. Aber im Vergleich zu den letzten Spielen war das sensationell. Also sensationell nicht, aber es war im Vergleich zu den Spielen war schon gut. Was haben wir denn schon gesehen? Ich meine, natürlich haben sie einen Vorteil gehabt, dass sie in Portugal gegen Guimarães ein unglaublich schlechtes Spiel gemacht haben. Da war es natürlich gut und leicht, sie auf ein neueres Niveau zu bringen. Aber natürlich muss man schon sagen, allein die Chancen, die sie erarbeitet haben, das war ein ganz großer Unterschied zu jetzt, zu dem Spiel. Aber man muss auch sagen, Bremen hat selbst auch nicht so wirklich viel dazu beigetragen. Ganz ehrlich, wenn Florian Kohfeldt mir noch einmal erzählen will, dass er ein erfrischender junger Trainer ist, Alter. Nix bist nicht du, Alter. Nicht drohen. Ich wollte erfrischender Fußball-Sechserkette, Alter.
Ja, das ist halt das Ding. Also Bremen ist halt wirklich mit Augsburg und Hertha oder Mainz, also eine der Biedersmannschaften der Bundesliga, was die da gestern gespielt haben. Und dafür ist dann der Punkt letztlich zu wenig. Trotzdem muss man sagen, also rein spielerisch und was die andere auf den Platz gebracht hat, fand ich das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, diese Unterschiedlichkeit, die wir immer machen zwischen was lief gut, was nicht lief schlecht, funktioniert ja heute gar nicht. Ja, weil wir jetzt wieder über positive Dinge sprechen. Aber schlecht lief die Chancenverwertung. Also Effizienz halt ist halt, das war der wunde Punkt. Ja, aber auch die Flanken generell. Also ich meine, wie viele da einfach überhaupt nicht angekommen sind. Flanken sind jetzt aber auch kein moderner Fußball. Nee, das ist halt momentan auch das Problem, dass da Costa außer Form ist und Kostic in den letzten Wochen auch nicht so funktioniert. Nee, die gefährlichsten Flanken kamen vom Innenverteidiger Almami Touré. Ja, das stimmt. Aber wenn du sagst, dass da Costa außer Form ist, dann muss man auch sagen, Durm war gegen Gemaraj unfassbar schlecht. Ja? Deswegen bin ich extrem froh, dass da Costa wieder reingekommen ist. Gemaraj, wir blenden es jetzt ein. Ich will keine Einzelkritik üben. Ich will keine Einzelspielerkritik üben, aber bei Durm... Aber ganz ehrlich, wie der da rumgelaufen ist, das war echt schlimm. Deswegen war ich eigentlich froh, dass da Costa kam. Aber auch er konnte sich nicht gewinnbringend in die Mannschaft einfügen. Nein, ich hab's gesagt, ganz ehrlich. Die Eintracht hat so gespielt, als wenn Bas Dost spielen würde. Genau. Ja. Hat aber nicht gespielt. Aber das glaube ich aber. Ganz ehrlich, Gonzalo Niederlechner, der geht mir echt. Ich weiß nicht, warum alle sagen, der wäre so gut. Das ist ein Mittelklasse-Bundesliga-Stürmer. Tut mir leid. Also ich finde, um das nochmal abzuschließen, eine Mannschaft hat immer dann ein großes Problem, wenn sie sich keine Torchancen rausspielt. Ja. Und das war halt überhaupt nicht der Fall. Und deswegen war das absolut ein Schritt in die richtige Richtung. Also können wir jetzt festhalten, dass zumindest die Effizienz das große Manko des gestrigen Spiels war, was uns natürlich auch eine schwierige Situation bringt. Denn eigentlich hätten wir gegen Bremen die 3 Punkte schon benötigt. Gerade wenn wir uns angucken, wie das Restprogramm jetzt bald aussieht, ja, was in den nächsten Wochen kommt. Du wolltest noch was sagen, du hast mich eben so angetippt. Nee, ich wollte nur von Basti anknüpfen. Also ich finde auch, dass der Fußball schlechter geworden ist, dass aber der Kader einfach nur Flanken hergibt gerade. Also die sind darauf ausgerichtet, dass sie mit Flanken auf Stürmer, die haben ja nur noch Mittelstürmer das im Kader. Das aber doch nicht das der aber, Plan das gewesen das sein. Das ist aber der Plan. Es kann doch keiner im Sommer da gesessen haben, hier geil, wir nehmen 100 Millionen ein, jetzt bauen wir ein Team auf Flanken auf. Alter. Nee, weil die halt die Spieler nicht bekommen haben. Die haben Kruse nicht bekommen und so weiter und so weiter. So. Da haben sie gedacht, okay, alles klar, was machen wir? Wir gehen auf Mittelstürmer. Wir haben starke Außen mit Kostic und mit Costa. Die funktionieren nur halbwegs die Saison. Wir flanken jetzt da rein und köpfen die Dinger aber rein. Wir haben ja auch drei Mittelfeldspieler, die absolut nicht torgefährlich sind, was absolut ein Problem ist. Aber dass die beiden Außen halt gerade nicht funktionieren. Oder ein Tor geschossen, ne? Ja, davon konnte es im Sommer jetzt nicht so ausgehen. Aber das ist auch bezeichnet, wenn Sebastian Rode ein Tor schießen muss. Ja. Geiles Ding übrigens. Geiles Ding. Du brauchst aber auf jeden Fall für das, was sie momentan spielen, brauchst du Außenspieler, die besser in Form sind, als sie es gerade sind. Okay. Aber du hast tatsächlich das Gefühl bei Kostic ganz kurz. Bei Kostic, der vermisst, glaube ich, die anderen noch mehr als ich. Ja. Ja. Der guckt manchmal und sagt, ey, was ist los? Ja. Ja. Also ich glaube, man müsste Silva und Costa mal irgendwie, keine Ahnung, die müssen irgendwie mal zusammen weggehen. Aber auch da in der Schule, wenn du so 2 in dein Team gewählt bekommen hast, du musstest die ab und zu mal anspielen. Ja, aber ich meine, auch da müssen wir sagen, Kostic, der ist so hat 1,5 Jahre rumgelaufen wie sonst was. Ja? Und dann können wir ihm auch diese Zeit ganz erstmal ehrlich, zugestehen. Ja, ganz ehrlich, an alle Kritiker von Kostic. Ja, genau. Ja, ohne Mist. Also das ist wirklich einer der macht 90 Spiele. Gute Spiele, dann macht er 3 schlechte und dann die Leute schreien rum. Ja, also da muss man wirklich auch Kontenance wahren lassen. Was ich noch mal ganz kurz ansprechen will zu den Dingen, die vielleicht nicht so gut liefen. Wir haben eine veränderte Statik in der Abwehr. Das muss man schon sagen, dadurch, dass Rönne da ist. Aber ich glaube, die Sache funktioniert grundsätzlich ganz gut. Was mir aber auffällt, wir kassieren eigentlich schon relativ viele Gegentore aktuell. Auch merkwürdige Tore, ehrlich gesagt. Ja, das gegen Bremen waren jetzt beides merkwürdige Gegentore. Mhm. Also die du beide auch irgendwie verhindern kannst, die beide blöd fallen. Die können auch beide auch absolut passieren. Bei dem ersten Gegentor, den kannst du dreimal raus. Dreimal. Ja, aber du kannst auch dreimal, der geht halt billardmäßig, also kann alles passieren. Das sind alles keine Riesenfehler. Also einmal der Hinteregger steht falsch, der dreht sich irgendwie komisch und danach passiert Billard. Das kann immer passieren und dann macht mal Kode, wie gesagt, den ersten Fehler seines Lebens. Bei Hinteregger ganz kurz, bei Hinteregger würde ich auch gerne mal sagen, hör auf zu schießen. Ich weiß, es ist alles cool in der Armee. Auch nicht denken, dass er mit rechts das Ding in den Winkel bumst. Also, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was jetzt aktuell nicht so gut läuft oder was euch besonders gut gefällt. Ihr seht, wir sind ein bisschen im Zwiespalt hier. Das gehört dazu, zu einem wahrscheinlich gemischten Saisonfazit, aber zum Saisonfazit. Da kommen wir jetzt dazu. Wow, der Meister der Überleitung. Und da auf die Überleitung kriegst du von mir eine 1. Sehr gut, auf die Überleitung komme ich eine 1. Ich will aber wissen, welche Note du der Mannschaft gibst
zu dem Saisonfazit bislang? Oh, das ist schwer. So ein bisschen wie ich früher in der Schule, immer zwischen 2 und 3, würde ich mal behaupten. Hat er eben gesagt, Kroketten? Also das ist positive Überraschung. Da erzählt man sich aber anderes. Im Sportunterricht vielleicht. Im Sportunterricht nicht. Ja. Wenn irgendwo nicht, dann Sport 1, Religion 5. Ja. Ich würde sagen 2 bis 3. Also es ist noch viel, viel Luft nach oben, vor allem spielerisch und vor allem was den Sturm angeht. Was aber auch daran liegt, dass der Kader einfach vor allem vorne in der Spitze nicht mehr so gut. Das haben wir gestern gesehen, was ich auch noch sagen wollte, bei den Einwechslungen. Und die haben gar keine mehr, die einwechseln können. Also gestern kam Gacinovic in der 80. als einzige Einwechslung, um da irgendwie noch ein bisschen Betrieb zu machen. Also vorne Haberts und spielerisch Haberts. Von daher würde ich sagen 2 bis 3. Da war mehr drin, aber es ist nicht alles so richtig schlecht. Gut, dann gehe ich einfach gerade mal weiter. Ich nehme mich mal, wenn es für mich auch mal mit. Ich würde mich dir eigentlich fast anschließen. Ich sage mal eine 3 plus. Bei mir gab es immer noch Plus und Minus. Ich habe meistens eher das Minus gesehen. Wie alt bist du? Ja, was denkst du? Älter als man glauben mag. Aber wenn ich den Bart abziehe, dann geht eigentlich das Abziehen. Also ich würde sagen eine 3 plus. Denn ich finde, Alter ist schwierig in diese Saison gekommen. Ja, hat sich aber einigermaßen durchgewuschelt. Das Einzige, was mir großartig fehlt, ist im Endeffekt schon die Punkteausbeute. Weil gegen Augsburg, das ärgert mich immer noch, dass du gegen diese unfassbar limitierte Mannschaft überhaupt nicht geschafft hast, überhaupt einen Punkt zu holen. Nein, da werde ich auch nicht fertig, weil Augsburg ist echt unfassbar schlecht, wenn ich jetzt wieder sehe, was die machen. Ich finde, auch gegen Bremen hättest du auch mehr rausholen können. Das ärgert mich, gerade im Hinblick auf das, was jetzt noch kommt. Und ansonsten muss ich sagen, mir gefehlt so ein bisschen die Spielidee im offensiven Bereich, weil das wirkt relativ simpel. Vielleicht müssen wir uns auch an die neue Simpelheit der Eintracht ein Stück weit gewöhnen. Ich meine, noch sind die Punkte da, aber ich hoffe, dass es auch jetzt noch umgesetzt werden kann. Deswegen 3 plus von mir. Was sagst du? Ich bin im Punktesystem der Oberstufe groß geworden. Ich bin ja wesentlich jünger als ihr. Bei mir sind es 8 Punkte bisher, also eine glatte 3. Jetzt gut gesagt, weit entfernt von einer 2, um bei der Schule zu bleiben. Die Chemie stimmt halt noch nicht so richtig in der Mannschaft. Komm, abwählen. Man muss aber alles irgendwie auch, finde ich, in Relation setzen und sehen, weil Parallele zur letzten Saison, klar, da war es bis Anfang Oktober auch nicht gut. Mhm. Ja? Und dann sind sie erst auf Touren gekommen, in diesem goldenen Herbst. Und wer weiß, ob das jetzt nach der Länderspielpause wieder so funzt. Womit du recht hast, sie haben Punkte liegen lassen in Augsburg, jetzt gegen Werder und die Spiele werden nicht leichter. Also sie haben gefühlt 2 bis 4 Punkte zu wenig auf dem Konto, mhm, tatsächlich. Trotzdem finde ich es irgendwie auch zu früh, da jetzt irgendwie wieder rumzuquaken und irgendwie zu sagen, nee, das ist ja alles irgendwie, das funktioniert noch nicht. Gebt denen jetzt noch mal die zwei Wochen da über die Länderspielpause. Ich habe schon gute Ansätze gesehen, aber für mehr als eine glatte 3 reicht es bei mir bislang noch nicht. Das Problem ist, dass letztes Jahr im goldenen Herbst die Büffelherde erfunden wurde. Ich weiß nicht, was er dieses Jahr erfunden hat. Ich vermisse die so sehr. Aber vielleicht gibt es was anderes. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, welche Note ihr geben würdet. Aber jetzt kommt erstmal der Basti. 5. 6. 6 minus. Ja, ich gebe tatsächlich eine 3 minus mit Tendenz zu 4. Wie man gegen so Graupentruppen wie Bremen, Augsburg und Dortmund auch nicht gewinnen kann. Ich verstehe es nicht. Dortmund auch. Ja, Dortmund ist tatsächlich eine Graupentruppe. Im Nachhinein hat sich das 2-2 relativiert. Oh geil, wir haben 2-2 gegen Dortmund gespielt. Ja, jeder spielt 2-2 gegen Dortmund, Alter. Okay, also nein, mich nervt es ein bisschen. Ja. Ich habe es dir in der letzten Folge gesagt, mir fehlen tatsächlich diese Zuschauermomente. Niemand zündet sich an, diese Mannschaft zündet sich auch nicht an. Kritik aufgekommen. Ja, hast du recht. Jeder ist ein bisschen mit sich selber beschäftigt. Klar dauert das alles. Trotzdem kannst du ein bisschen aufregender spielen. Und ich habe Angst, dass die Eintracht einschläft. Haben sie aber letztes Jahr auch noch nicht aufregend gespielt bis zu diesem Zeitpunkt der Saison. Ja, wie gesagt, dann will ich aber das lassen. Aber vielleicht entsteht da was anderes. Aber gut, das hilft uns doch. Dieser ewige Vergleich mit der Büffelherde ist halt auch nervig. Gut, aber dann will ich wissen. Aber der ist halt da. Ja. Sorry. Ja gut, aber dann will ich wissen, dann spinnt mal ein bisschen, was könnte für euch genau dieser neue Moment sein? Mit wem seht ihr das? Sagte, du hast Bastos eben genannt. Ist Bastos der neue Spieler, an dem sich jetzt ein bisschen was entzünden kann? Ich finde, du brauchst nicht diesen einen Spieler, sondern du siehst jetzt gerade auch Rode So. Hast du jetzt gegen Werder gesehen, dass das funktionieren kann? Du hast auch mit Dost bei Union Berlin gesehen, was der für eine Rolle einnehmen kann. Ich glaube nicht, dass du diesen einen Spieler hast, aber du brauchst 2, 3 Spiele, wo diese Mannschaft mal durchgängig überzeugt. Okay. Und gegen gute Gegner spielt die Eintracht traditionell ohnehin besser. Also die nächsten Wochen sind dafür vielleicht... Wollte gerade sagen. Naja gut, warum nicht? Dann würde ich sagen, schauen wir mal. Schreibt ihr noch mal in die Kommentare, was ihr unbedingt für eine Bewertung der ganzen Sache geben würdet. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao. Tschüss. So, jetzt gehen wir kicken. Oder? Dabei. Das war's mit dieser Folge, aber ich empfehle euch eine andere. Und zwar, da haben wir über Trikots gesprochen, was unsere Lieblingstrikots sind. Ihr habt bestimmt auch irgendwelche Wünsche. Also klickt euch da mal rein und sagt uns, was ihr für Trikots der Frankfurter Eintracht geil findet. Entweder da oder da, wie auch immer, klickt einfach.